Rassismus stößt bei mir und vielen anderen auf Unverständnis. Unverständnis, wie man jemanden aufgrund seiner Herkunft oder Ethnie diskriminieren kann. Aber wo fängt Rassismus an? Was ist Rassismus überhaupt? Und was kann man dagegen tun? Diese Frage möchten wir heute mit Hilfe der Schülerinnen und Schüler des Paul Spiegel Berufskollegs beantworten. Ich persönlich definiere die Thematik Rassismus als eine Ausgrenzung bzw. als eine Einschränkung von Menschen, die auf ihre Herkunft basiert. Diese war auch Grundlage der Sklaverei. Leider betrifft uns dieses Thema aktuell immer noch und begegnet uns jeden Tag. Bei uns Menschen geht es um Liebe, Anerkennung, Wertschätzung. Immer wenn ein Mensch seinen eigenen Wert ein bisschen höher stellt als den eines anderen, oder wenn er sieht, dass Menschen von einer Gruppe den Wert höher stellen als den Wert von einer anderen Gruppe, im Sinne von besser sein, in welchen Sachen jetzt auch immer, sollen und müssen wir uns die Frage stellen, ist das schon der Nährboden für Rassismus? So, ich mache jetzt einen Minijob und ich arbeite in Kasse, ich bin Kassierin und ich arbeite mit ein paar Leuten, also wir sind der Zweite. Und einmal, ich war in meiner Arbeit und mein Kollege putzen und ich war so in Kasse und eine Oma, sie hat es zu mir gekommen und hat mir gefragt, warum ich kassiere und er putzt. Und ich habe sie gefragt, warum fragt sie das? Sie hat mir geantwortet, weil ich schwarz bin und er weiß es. Dann bedeutet das, ich schwarz muss putzen und er das weiß, ich muss kassieren. Rassismus. Ja, Rassismus gibt es leider auch hier an unserer Schule und in jeglichen Gesellschaftsformen. Es ist leider schade, dass die Menschen so miteinander umgehen. Und ich frage mich auch immer wieder, wie können wir uns so weit kultivieren als Menschen und so weit gut ethisch, moralisch aufstellen, dass es uns gelingt, wirklich den anderen genau so zu akzeptieren, wie wir uns selber akzeptieren. Manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht damit anfangen müssen, uns selber zu akzeptieren und auch selber nochmal zu gucken, wie gehen wir mit Vorurteilen um und wie können wir uns selbst weiter kultivieren, dass wir eine Gesellschaft von Frieden und Toleranz schaffen können. Rassismus gibt es leider in allen Gesellschaften und in allen Kulturen. Wir in Deutschland müssen gemeinsam gegen Rassismus vorgehen. Bei uns sollte jeder unterschiedlich sein können und ohne Angst leben können. Ich denke, dass bei uns immer der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte und nicht seine Herkunft und seine Kultur. Um Rassismus zu beenden, müssen wir als eine Gemeinschaft zusammenarbeiten und dürfen auch nicht wegsehen, sondern müssen aktiv Leuten helfen, die von Rassismus betroffen sind. Rassismus ist ein sehr aktuelles Thema, welches von uns allen gemeinsam bekämpft werden muss. Deshalb laden wir euch ein, am 23.06. mit uns einen Projekttag zu diesem Thema zu gestalten.